Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Schatzeran Startups im Interview. Ich befinde mich heute wieder in Berlin und an den Türen zu einer Werkstatt und dort geht es in die heiligen Räume von Frei Berlin. Und was genau da passiert, das zeige ich euch jetzt. Hallo Albert. Hi. Hi. Hi Laura. Wo sind wir denn hier und wer seid ihr und was befindet sich hier? Wir sind in unserer im Aufbau-Showroom oder Fotostudio ein bisschen in Hohenschönhausen in Berlin. Schönste Teil von Berlin. Wir sind eigentlich jetzt oben unsere Werkstatt unsere Werkstatt und wir sind bei Frei Berlin eigentlich. Ja. Mhm. Und wer bist du? Albe Dijkman, ich bin so für, denke mal, 5 Jahre nach Berlin gezogen, Amsterdam, Berlin und bin mal so ach, ein bisschen angefangen, ein paar Möbelchen zu bauen und dann habe ich gemerkt, dass die Deutschen das eigentlich ziemlich schön finden. Mhm. Das heißt ja Freie Berlin, wie bist du denn auf den Namen gekommen? Also es ist ein niederländischer Name, oder? Richtig, frei bedeutet übersetzt hübsch, ästhetisch. Naja, und dass wir in Berlin sind, das könnte ich auch Frei München nennen, aber es wäre ein bisschen doof gewesen. Okay. Ja, wenn ich in Berlin angekommen bin, hatte ich ein Apartment, wie sagt man es auf Deutsch, an Ostkreuz. Und das war noch ziemlich leer. Glücklich stand die Küche schon rein, aber weiter war es eigentlich im Bett stand, glaube ich noch. Ja, dann muss man ein paar Möbel in Wohnung haben. Und dann hatte ich mir gedacht, ja, kann man es kaufen, aber ich kann auch selbst was basteln. Und dann gibt es hier in Berlin viel Straßentiefbauunternehmen, die benutzen eigentlich sehr interessantes Holz, Bauholz. Ja, dann habe ich mal so, die haben immer ein paar Stückchen übrig, weil sie nichts mehr mitmachen können. Und da habe ich eigentlich mal ein paar Stückchen gefragt und die sagen, oh ja, nimm mit. Was willst du damit? Ja, wahrscheinlich Möbel bauen, da haben sie alle. Ja, okay. so ging es eigentlich weiter und weiter und habe es online auf Verkaufsportale und das war eigentlich nach 3 Monaten hat eine Freundin mir angerufen, wenn ich zufällig in die Kneipe saß und die hat mir gesagt, du kannst noch ein Bierchen bestellen. Läuft. Rechnung ist bezahlt. Nee, und dann konnte ich meine erste Werkstatt anmieten und dann ist es weitergegangen. Und von ein paar Privatkunden ist es nach Großprojekte gegangen. Ich finde, was uns total unterscheidet von den anderen, ist eigentlich dieser ganz enge Kundenkontakt. Also lustige Geschichte ist eigentlich, wenn ich mit Kunden telefoniere zum Beispiel, dann fragt er manchmal, sag mal, welcher Freundin hast du da schon wieder telefoniert oder wer ist jetzt dran gewesen? Und also man kann einfach mal schon gar nicht unterscheiden, ob es jetzt Freundinnen sind oder Kunden. Und das ist eigentlich so ein bisschen, was uns ausmacht, dieser enge Kontakt, dieses freundschaftliche und wirklich vom Anfang von der Bestellung, die bei mir eingeht, bis zur Auslieferung machen wir alles selber und haben es unter Kontrolle und wollen halt einfach, dass der Kunde 100% sein individuelles Freidesign zu Hause stehen hat. Und wir mögen Herausforderungen, ja, also das kann man sagen. Klar. Individuelle und ungewöhnliche Anfragen. Ich finde es sehr wichtig, dass wenn ich irgendwo was bei einer Firma oder etwas bestelle, dass es nicht so ganz weit weg ist. Ja. Das heißt, ich kann mich bei euch melden und kann sagen, so, ich habe hier eine ganz abgedrehte Idee, können wir uns mal zusammensetzen und ihr versucht, das dann mit mir gemeinsam möglich zu machen, absolut. Richtig? Ja. Oder auch wenn du gar keine Idee hast, da freuen wir uns auch drüber. Weil dann könnt ihr unsere Idee. Naja, Hauptsache ist, dass es in unserem Stil bleibt und nicht Bauholz, wo wir Sachen machen oder Industriestil oder Shabby und so weiter, diesen Stil. Aber Bauholz ist mir das Wichtigste, dass wir in diese... Was fasziniert euch denn an Bauholz? Also ist es nur, weil du damals deine ersten Möbel mit Bauholz gemacht hast oder gibt es da noch mehr Grund, warum Bauholz? Das Ding ist, in das ganze Bauholzgeschichte ist in den Niederlanden. Schon seit, 10, 15 Jahre ist es riesig. Du kannst fast keinen Laden mehr reinlaufen oder Gastronomie, was in anderen. In Holland denkst du am Ende, okay, jetzt... Ach, du hast auch Bauholz, original. Okay. In Deutschland ist es noch nicht so bekannt. Und
merkst du, dass es mehr und mehr kommt. Mhm. Das ist eins. Ich mag es richtig, weil es ist ja robust. Es ist, du kannst, deine Kinder können auf dem Tisch tanzen und es wird, die Tisch wird auch noch schöner, sozusagen. Mhm. Mhm. Sie können auch mit einem Messer rein, wenn sie mal wollen. Mhm. Muss nicht. Ist es auch gut geschützt und alles, aber Risse, die im Tisch sind zum Beispiel. Kein Problem, das macht die Charme aus. Da ich eigentlich nur auf Online-Verkaufsportale, nur Privatkunden, sind da trotzdem auch Großprojekte so entstanden. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel ein Restaurant, was wir eingerichtet haben, komplett in Konstanz, am Bodensee. Mhm. Alle mal essen gehen. Mhm. Und dazu gibt es zum Beispiel, jetzt im Moment sind wir ein Schloss in Grünewald hier in Berlin. Und das ist so mehr in die Büroräume, Flexworking-Idee. Die sind wir jetzt am Einrichten und da konnte ich auch meine Kreativität wieder los. Und das Schöne finde ich immer, wenn ich von diesen Großprojekten habe oder größere Projekte, dann kann ich wieder viel kreative neue Modelle Möbel machen. Und die finde ich wieder schön, um für Privatkunden sozusagen zu, ja, dass ich die verkaufen kann. Und was die Zukunft dann angeht, eigentlich sind wir nur auf 5% von allen Möglichkeiten, Ideen, was ich mit Bauholz und diesem Stil habe. Mhm. Ich will noch 95%, da habe ich noch ein paar Jahre, dass ich das mal weiterentwickeln kann. Mhm. Und ja, dann will ich eigentlich die schönste Bauholzkollektion von ganz Europa oder muss man gucken, wie lange wir kommen. Auch bis nach Afrika haben wir auch schon geliefert. Bis nach Afrika haben wir schon auch geliefert, das wollte ich mir auch mitnehmen. Ja, das war eure weiteste Lieferung, das wollte ich auch fragen. Also von woher kommen denn diese Anfragen? Also Afrika auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Das war super, ja. Genau. Jetzt haben wir eine neue Anfrage nach Südfrankreich, da können wir mal, vielleicht machen, hängen wir noch eine Woche ran. Die liefern wir absolut selbst aus. Wie kommen wir jetzt an die Kunden? Das ist wirklich viel bei Online-Verkauf und wir schreiben ja auch immer dazu, bitte komm vorbei, so fast selbst an. Wir können wieder mit den Kunden sprechen, alle Wünsche und so was und was noch. Und zum Beispiel diese Lieferung in Afrika, das war eine deutsche Botschaft da und sowas noch. Aber es ist einfach schön zu wissen, dass deine Möbelstücke da zwischen, zwischen die Tiger und die Kamelen und was da alles rum steht. Aber ansonsten Deutschland, Österreich, Schweiz ist wirklich so der Hauptmarkt, auch Niederlande. Lustigerweise, obwohl sie eigentlich schon eingedeckt sind dort. Ja. Aber unser Stil ist dann doch nochmal besonders. Es ist ja auch nicht genau dieser Baustil, was in den Niederlanden schon entstanden sind. Es ist etwas schlichter als wir nennen es auch eher Bauholz 2.0. So, vielen Dank, ihr Lieben. Auch vielen Dank. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, euch kennenzulernen. Und wenn man jetzt selber eigene Möbel haben will von euch, wie findet man euch denn am besten? www.freiberlin.de. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.